Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute habe ich mir mal wieder eine Club Nintendo Ausgabe geschnappt. Ich habe mir schon so einige Magazine jetzt so im Voraus besorgt. Es kommt ja bei euch ja sehr gut an, das Format, was mich natürlich sehr freut, weil ich selber nämlich auch sehr viel Spaß dran habe, in diesen alten, ja fast schon Relikten rumzublättern. Heute schauen wir uns die Ausgabe 6 von 94 an. Das große Thema Aufmacher ist Donkey Kong Country, eine Vorschau. Super Street Fighter 2. Da muss ich mal gucken, welche Variation da jetzt drin ist. Da gibt es ja sehr viele verschiedene. DuckTales 2 für das NES kam das echt so spät raus. Dezember 94. Kein Wunder, dass das nicht so verbreitet ist. Und ich glaube, das NES-Spiel von DuckTales 2 ist auch ziemlich teuer. Das erschien ja gleichzeitig auch auf den Game Boy. Da ist es einigermaßen erschwinglich, das Modul. Aber das NES-Ding ist sehr, sehr teuer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich würde sagen, reden wir nicht groß drumherum. Schauen wir einfach mal rein. Ich versuche übrigens immer hier mit dem Licht so zu probieren, dass das hier nicht so extrem spiegelt, weil das Papier ist relativ glänzend leider und dadurch muss man hier mit dem Licht aufpassen, man kann es nicht direkt drauf machen. Aber ich denke mal, ich habe jetzt so einen einigermaßen guten Kompromiss gefunden in der letzten Folge. Da hat es mir etwas zu viel gespiegelt. Hier scheint irgendwie so die Sache zu sein, im Zweifel lieber etwas weniger Licht als zu viel. Super Nintendo, Donkey Kong Country, wie schon beschrieben, Super Street Fighter 2. Oh, Secret of Mana haben wir hier noch ein bisschen was. Das haben sie gar nicht auf dem Cover stehen. Da zeigt es sich vielleicht so ein bisschen, dass es noch nicht so klar war, dass der Hype darum so groß ist. Ne? Die Mario Mickey Show, okay. Das sagt mir ehrlich gesagt jetzt gar nichts. Schauen wir mal. NES, die Schlümpfe. War hier nicht mehr Rede von DuckTales 2? Ach, hier haben wir. Okay, warum ist das denn nicht hier? Oder haben sie das falsch? Warte mal hier. Ach doch, Schlümpfe. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ach, DuckTales 2 ist hier Gameboy-mäßig bezogen. Aber hier war doch hier für NES. Okay. Naja, aber ich war jetzt, wie auch beim ersten Teil, ich glaube, die verschiedenen Varianten zwischen Gameboy und NES dürften einigermaßen gleich sein. Ach, Link's Awakening ist auch drin. Donkey Kong, Link's Awakening, nicht Donkey Kong Country, ganz wichtig. Dann die Game Boy Gallery, Space Invaders, Wario Land, Super Mario Land 3 und ein paar News. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, die Club Nintendo Redaktion, so sah sie aus damals. Weihnachten haben wir jetzt ja mittlerweile schon hinten durch. Hier haben wir natürlich wieder die schöne Bildergalerie und Mailbox. Herrlich. Gehe nicht weiter tief drauf ein, aber das, da wäre ich neidisch drauf gewesen, auf das Schild und das Schwert von Zelda, beziehungsweise links Schwert und Schild, nicht, dass das nämlich jetzt steinigt. So, und dann fangen wir gleich schon an. Donkey Kong Country. Ja, da weiß ich nur ganz genau, dass das damals echt ein Riesending war. Ich weiß gar nicht, ob das bei dem Magazin dabei war oder wo. Da haben sie ja zu Werbezwecken ja sogar auch VHS-Kassetten irgendwie ausgeteilt. Ich glaube, es kann gut sein, dass es hier im Bundle mit dem Magazin war, aber ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht gab es das auch getrennt. Ich weiß, dass ich die hatte, aber wir hatten keinen Videokassettenabspieler. Deswegen hat mir das nichts gebracht und wurde irgendwann entsorgt auf jeden Fall. Die Grafik, die war halt wirklich Hammer. Da hat ja Rare ja mit Silicon Graphics, soweit ich weiß, zusammengearbeitet, dass sie diese vorgerenderten Hintergründe und so weiter benutzt haben. Und dadurch halt eine ganz andere grafische Qualität irgendwie erschienen. Ne? Das war auch überraschend, dass man da Donkey Kong genommen hat. Der war ja eher so als Fiesling dieser ganz frühen Teile bekannt. Und hier ja, hat er sein eigenes Franchise bekommen, was ja bis heute noch hier Donkey Kong Tropical Freeze ja, aktuell ist, ne? Würde ich sagen. Genau, hier haben sie ja die Familie weiterentwickelt. Candy Kong. Die fand ich immer, ehrlich gesagt, etwas komisch. Ich weiß nicht, hier so mit diesen ganzen weiblichen Attributen, Schwimmanzug und so weiter, dann dieses Affengesicht und so. Ich weiß nicht, das fand ich schon immer etwas komisch. Der coole Funky Kong, der hat ja jetzt in den Switch-Remake von Tropical Freeze ja jetzt auch einen eigenen Auftritt bekommen. Cranky Kong, das war der hier im Intro, der hier immer die Hobel da von dem Schallplattenspieler da gezogen hat. Herrlich. Genau, die drei goldenen Statuen, hier wird alles erklärt. Heutzutage ist das natürlich für uns ganz normal.
Die Luftballons waren extra Leben, denn die verschiedenen Fässer, normal zum Werfen, TNT, die haben explodiert. DK ist, wenn ja, ihr wart ja zu zweit unterwegs und wenn dann einer davon gestorben ist, konnte man denen da wieder holen. Und Stahl, ich glaube, da konnte man dann in Höhlen und so weiter alles einwerfen, aber ja. Also es ist cool, dass es diese verschiedenen Fässer gab, aber so richtig genutzt, dass das jetzt viel Tiefe gemacht hat, glaube ich nicht, ne? Zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann. Aber wie gesagt, ich will jetzt nichts großartig versprechen. Genau, denn die verschiedenen Tierfreunde. Gleich im ersten Level gab es ja das Bambi. Ach, Rambi. Ich habe gerade Bambi gelesen. Ich dachte schon, Bambi passt ja gar nicht. Das Nashorn, womit man den ganzen Leute und Gegner dann auch wegbomsen konnte. Ja, der Strauß, ich glaube, der war einfach nur schnell, ne? Und konnte gut springen. An den gut springen konnte der Frosch, aber ich glaube, der Strauß, was konnte der? Also fliegen konnte der, glaube ich, nicht, oder? Mal gucken. Ganz besonders, Espresso ist so groß, dass die meisten Gegner unter seinen Beinen durchlaufen und euch nicht ärgern können. Okay, war der so riesig? Ja, den Strauß kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, klar, hier gut, den Schwertfisch ist klar. Das war immer in den Unterwasser-Leveln sehr, sehr praktisch. Und der Frosch halt, der konnte halt gut springen, ne? Nun gut. Ach ja, dann zeigen sie hier natürlich hier so die ersten Level. Also das weiß ich noch, so die erste Zone, das erste Level, das war schon ein Erlebnis. Und vor allen Dingen, man darf bei dem Spiel nicht unterschätzen, die Musik, die ist fantastisch. Also das Spiel wäre nur halb so gut ohne die Musik gewesen, auf jeden Fall. Die einen wirklich da reinzieht und so eine schöne, schöne Atmosphäre irgendwie erweckt. Herrlich, also da hat Rare wirklich was 1A-Spitzenmäßiges abgeliefert. Den Mini fand ich immer sehr nervig. Ich weiß auch nicht wieso. Ich wollte gerade sagen, das Traumteil fand ich auch nervig, aber finde ich halt das halbe Spiel nervig. Hier war es halt ein bisschen blöd, weil man halt viel runterfallen konnte irgendwo. Das war sehr plattformlastig, das Traumteil, soweit ich mich erinnern kann. Ja gut, Gletscher. Ja, ich mag irgendwie keine Welt, merke ich gerade. Wir waren bei Gletscher. Ich finde es halt grundsätzlich bei Spielen, finde ich Eislevel, finde ich einfach nicht gut. Immer, weil die haben ja meistens diese Mechanik, dass man dann halt weiterrutscht. Weil logisch, ist ja Eis. Aber damit wurde ich nie warm. Die fand ich ganz cool, ehrlich gesagt. Na gut, die Höhen. Ja gut, die Höhen waren halt immer irgendwie da. Aber irgendwie fand ich dann halt so diese anderen Landschaften, ne, fand ich wesentlich schöner, wie den Dschungel oder irgendwie sowas. Deswegen, ja, da haben sie auch diese tollen Lorenfahrten, die habe ich, waren die hier oder waren die vorher, weiß ich gerade gar nicht. Die Lorenfahrten habe ich auch immer gehasst. Ich merke gerade, mir fällt gerade nur ein, was immer frustrierend war, aber das Spiel ist super. Lasst euch jetzt nicht von mir irgendwie beeinflussen. Super Street Fighter 2. So, okay, hier an den Kämpfern anscheinend. Ich habe ja Street Fighter 2 Turbo gespielt. Ist das nicht auch Super Street Fighter 2 Turbo? Ist das hier nur Super Street Fighter 2? Ich bin mir gerade irgendwie ganz unsicher. Ich weiß, von euch gibt es viele Leute, die kennen sich mit den Genres wesentlich besser aus als ich. Aber jedenfalls, die vier waren in meiner Version, die ich gespielt habe, nicht drin. Hier Fei Long, Kemi, T-Hawk und DJ. Bei der Turbo-Version war es aber ganz besonders, dass man hier diese Endbosse, also den Bison, Saga hieß der, Vega und wie der Boxer hieß, bin ich mir gerade voll unsicher, dass man die auch spielen konnte. Das war da etwas sehr Besonderes, muss man glaube ich auch erst freischalten. Ich habe ja immer es geliebt, hier mit den E-Honda zu spielen. Da weiß ich noch, da habe ich mich mit meinem Kumpel getroffen, der hatte das Spiel von einem Kumpel ausgeliehen und weil der kein Super Nintendo hatte, haben wir es halt bei mir gezockt, ja so waren die Ketten halt damals. Und ich habe das Spiel halt durchgespielt, was vorher keiner geschafft hat und zwar mit dem E-Honda, mit dieser Sonderattacke, wo man einfach ganz schnell den Schlagtaste drücken musste und der halt diesen 1000 Himmelsschlag, keine Ahnung wie der heißt, gemacht hat. Und den habe ich irgendwie, ja, sehr missbraucht und damit irgendwie so gut wie jeden Kampf gewonnen, indem ich mich einfach in eine Ecke gestellt habe und die Attacke dann ausgeführt habe. Ja, herrlich. Ach, die neuen Fähigkeiten haben sie auch bekommen. Stimmt, der Hadouken, der war normalerweise blau, soweit ich weiß, ne? Genau, haben sie hier den neuen Kämpfer, stellen sie vor. Obwohl, ich glaube, ich habe es einmal gespielt und ich kam mit dem so gar nicht klar. Also, man sieht natürlich so ungefähr, wie die aufgestellt sind. Es gibt ja immer diese
Also ganz, ganz grob, ne? Nagelt mich jetzt nicht fest, aber ganz grob gibt es ja diese eher schwerfälligen, langsamen, die machen aber dafür mehr Schaden. Und es gibt dann halt die schnellen, flotten Flinken. Ich spiele eigentlich mal gerne die schnellen, flotten Flinken, die dann halt etwas weniger einstecken und weniger Schaden machen. Das passt mir irgendwie besser. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so mein Geschmack. Ja gut, dann haben sie hier zwei langsame wahrscheinlich und zwei schnelle, so wie die aussehen. Ob die da jetzt großartig was hinzugefügt haben, das kann ich persönlich natürlich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, das Spiel habe ich nicht gespielt. Okay. Secret of Mana scheinen sie einfach die Komplettlösung weiterzuführen. Was ja eigentlich unsinnig ist, weil dem Spiel lag ja dieser Spieleberater bei, ne? Diese Höllenmauer. Boah, die war auf jeden Fall nervig. Scheint noch relativ am Anfang zu sein, hier mit den unheimlichen Tempelruinen. Ich nehme an, das haben sie noch so ein bisschen, ja, quasi als Marketing hier eingebaut, um einfach zu zeigen, hey, guck mal, voll abwechslungsreich, voll cool. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber die Höllenmauer, die war nervig. Und zwar, weil man ja diese drei Augen hatte. Und ich glaube, das mittlere musste man töten, aber die haben sich immer ständig geheilt und so weiter. Das war ein sehr, sehr langwieriger Kampf. Den gibt es ja später noch in einer zweiten Variante. Frag mich jetzt gerade nicht, wie die heißt. Aber boah, war das nervig. Hier geht's weiter. Das Schiff. Hier, der Boss, den fand ich immer einfach. Den fand ich in jeder Variante einfach. Der vier Jahreszeitenwald. Da habe ich damals, glaube ich, wirklich eine Komplettlösung gebraucht oder den Spieleberater, weil man hier nämlich in einer bestimmten Reihenfolge die Felder ablaufen muss, dann öffnet sich erst ein Weg und das muss man halt erstmal irgendwie kapieren. Ich meine, der Weg ist relativ logisch, natürlich die vier Jahreszeit entlang, also das ist hier Frühling, das ist Sommer, das ist Herbst, das ist Winter und man muss dann irgendwie so langlaufen. Ach, hier haben sie auch die, wie man langlaufen muss, genau. Und dann hat man freigeschaltet, dass man weiterkam. Das war, ja, aber wie gesagt, zum Glück war ja der Berater ja dabei. Ich halte mich jetzt bei Secret of Mana nicht so lange auf, weil ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel erzählt. Ach, was ich hier sehe, was ganz cool ist, die zeigen hier auch, dass der Mystic Quest auf den Game Boy quasi der erste Teil ist. Das ist mir damals ja irgendwie so komplett entgangen. Aber es scheint, der Held, das Mädchen und der Pogo-Puschel. Drei Figuren, die sowohl im Mystic Quest als auch Secret of Mana mitspielen. Wollen die jetzt irgendwie sagen, dass die dieselben Charaktere sind? Soweit ich weiß, ist das aber nicht Kanon, oder? Bin jetzt in dieser Lore nicht ganz so verankert, aber ich meine nicht, dass die gleich die sind. Klar, Pogo Pusche und so weiter spielt ja in derselben Welt, klar. Aber dass die jetzt auch dieselben sind? Das passt ja gar nicht zu der Story auch irgendwie, ne? Weil ihr seid ja dieser Junge, dieser Weise, der halt vorher noch nie gekämpft hat. Okay. Ah, hier haben wir. Verwirrungsbox. Für alle, die noch klar im Kopf sind, aber gerne etwas verwirrt werden möchten. Das japanische Secret of Mana auf dem Game Boy wurde auf den amerikanischen Markt in Final Fantasy Adventure umgetauft, um die Verwandtschaft mit dem erfolgreichen Final Fantasy Serie in Japan, Final Fantasy Legend Serie, zu verdeutlichen. In Europa wollte man den Namen Final Fantasy nicht verwenden, da hier nie ein Teil der Final Fantasy, oh Gott, wir hätten das geschrieben, zu vorlesen, Final Fantasy Serie erschienen ist, also nannte man das Spiel Mystic Quest. Das darauffolgende Rollenspiel für das Super Nintendo Entertainment System wurde in Europa Mystic Quest Legend genannt, während es in den USA den Namen Final Fantasy Mystic Quest trägt. Okay, das ist ja wirklich so Wissen, was mittlerweile ja relativ ja auch normal ist, zumindest jeder, der sich mal mit der Serie etwas beschäftigt hat. Aber dass sie das hier auch erwähnen, das ist interessant, weil die diesen Blick über den Tellerrand haben die eigentlich damals selten gemacht, ne? Soweit ich weiß. Ach ja, das Double Feature. Die Mario und... Okay. Das zeigen sie hier wahrscheinlich so ein paar Mario-Spiele. Ne? All-Stars hat mal, ich glaube, in der letzten Folge hier von Retro Panda blättert. Herrliches Ding, No-Brainer. Wenn ihr für Super Nintendo irgendwie sammelt, das ist auf jeden Fall Pflicht. Das ist auch Pflicht. Mario Paint, aus der heutigen Sicht, ja, nicht mehr so geil. Ne? Also schon cool. Aber nicht mehr so wie geil wie das. Also hier war halt wirklich so die Sache, ich kenne es wahrscheinlich auch selber, alle, die früher einen Computer gehabt haben, ihr habt doch sicherlich auch mit Paint bei Windows dann irgendwie so ganz obskure Zeichnungen gemacht. Da konnte man sich als Kind natürlich viel beschäftigen, weil das einfach ein Novum war.
Weil an heutigen Zeit kannst du, glaube ich, keinen mehr aus dem Ofen, vom Ofen her herauslocken. Hinter dem Ofen. Gott. Panda. Sprichwörter. Lernen Sie bitte. Das war Mario Kart. Ich glaube, da muss ich nichts zu sagen. Ups, da. Habe ich eine Seite überblättert und bin hier gleich hier an das Stativ gekommen. Ach, und jetzt hier, wo noch Mickey drin ist. Ah, deswegen Mario und Mickey Show. Weil beide mit M anfangen. Ja, ein bisschen gewollt, ne? Was mich etwas verwirrt. Okay, Magical Quest, super. Habe ich ja auch vorletztes Jahr habe ich das nachholen dürfen. Das ist mir nämlich damals entgangen, aber ich fand immer den Stil in diesem Nintendo Club Magazin super. Aladdin und Goof Troop. Frage ich mich natürlich, die Mickey-Show. Hier haben wir Mario. Mario? Mario? Mario. Mickey? Aladdin? Goofy. Wenn es nicht lieber irgendwie die Disney-Show? Ich will nicht klug scheißen, ne? Aber wäre es denn nicht die Disney-Show gewesen? Auf jeden Fall, Goof Troop, super Titel auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen Geheimtipp, obwohl ich glaube, so geheim ist das nicht mehr. Sehr schönes Puzzlespiel. Man sieht es hier so ein bisschen. Man muss halt Bildschirm für Bildschirm abarbeiten und Sachen verschieben und so weiter. Ist aber sehr, sehr schön und sympathisch umgesetzt auf jeden Fall. Die Trickzone. Stunt Race FX. Uah, ich weiß noch, das habe ich damals gehabt. Und zwar war da dieser Hype war von dem Super FX Chip und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen mittreiben lassen. Es ist halt ein Rennspiel, sehr sehr lahm. Ich glaube irgendwann mache ich noch mal ein Video darüber, weil ich so eine Kindheitserinnerung dran habe. Also dieses früh 3D, ich fand es schon damals nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber man hat es halt gespielt, weil naja, man hat es halt gespielt. Ach, hier wird's doch Zelda 4 genannt. Link's Awakening. Interessant, ne? Ich glaube, Link's Awakening ist doch so ein bisschen außerhalb des offiziellen Kanons, oder? Interessant, dass es hier wirklich noch konstant durchgezählt haben, ne? Auch nicht schlimm. Der hat hier Ärger mit der Hexe. Super Mario Land 2. Mädchenpower. Oh, Mädchen haben das auch gespielt? Hätte ich ja niemals gedacht. Oh Gott. Profi-Check. Ah ja, hier die Charts. Mir sehen die gefühlt auch immer anders aus, ne? Geben auch die mal durch. Zelda 3 unterschreibe ich. Super Metroid. Mhm. Die Leser haben Super Mario Kart. Okay, hier tauscht sich das. Secret of Mana ist bei den Profis sehr, sehr hoch. Und hier bei den Lesern gar nicht da. Aber das scheint relativ frisch zu sein, weil es ja vorher nicht irgendwo hier drin war. SimCity Pack Attack. Okay, über das Spiel redet echt keiner mehr. Mega Man X, klar. Denn Lost Vikings auch super Spiel. Flashback. Sagt mir jetzt gar nichts. Mega Man X und Aladdin. Also ich wette, dass Mega Man X halt besser als Flashback ist. Aber Mega Man X redet man heute noch. Stunt Race FX. Also hier haben die Profis mal ab und zu gut getroffen, manchmal nicht. Der Street Fighter 2 Turbo, Plock. Ich wusste gar nicht, dass Plock doch anscheinend so eine große Sache war, ne? Royal Rumble, das habe ich auch noch nie gespielt. Game Boy. Und zwar Link's Awakening, ja, richtig so. Mystic Quest bei den Profis, ja, möchte ich so momentan unterschreiben. Wobei Super Mario Land 2 natürlich auch geil ist. Ja, Wario Land, das ist schlechter als Super Mario Land 2. Sehe ich momentan sogar ein. Ja, Mystic Quest ist auch relativ weit oben. Metroid 2 ja sowieso. Kirby's Pinball Land. Ich weiß nicht, Profis haben manchmal so eine komische Meinung. Ich glaube, das liegt aber auch teilweise wahrscheinlich daran, dass die auch so ein bisschen was vermarkten wollen. Ne? Super Mario Land 2 so weit unten. Ja, ich glaube, da ist ein tendenziell, dass sie auch mal was Neues reinhauen wollen. Ne? Mega Man 2, Super Mario Land, Tetris, immerhin. Yoshi's Cookie, das habe ich letztes im Stream gespielt. Macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Der Nintendo Entertainment System, da erschien natürlich nicht mehr viel, die Schlümpfe. Ja, wahrscheinlich, weil sie hier das Magazin haben, da mussten sie das mal kurz hervorholen. Da gab es wahrscheinlich ein bisschen Marketinggeld, ne? Also ich habe das Schlümpfe nicht gespielt, kann natürlich sein, dass es ein super Spiel ist, glaube ich aber nicht. Hier, DuckTales 2, Kickle-Cubicle, sagt mir gar nichts. Manic Mansion, ja, sehr schön. Erschien das so spät, oder? Warum landet das jetzt erst da drin? Da, oh, Kickle-Cubicle, sagt mir gar nichts. Aber scheint ja nicht so schlimm zu sein, ne? Was ist denn hier vom 12-jährigen Lars die Top? Circle of Mana, Mystic Quest, Zelda 3, Zombies, Aladdin. Jo, ich weiß zwar nicht, ehrlich gesagt, was er mit Zombies meint, aber
Ja, kommt hin. Wobei ich hätte Zelda und Mystic Quest getauscht. Glaube ich. So was, Mystic Quest wäre gar nicht drin, aber. Ja. Doch, das Poster. Schöner Kalender. Ne, muss mal gucken, wie den Bildausschnitt. Ja, für 1995, ne? Ja. Brauche ich jetzt nicht. Kirby Comic. Wie immer, ich habe meine Finger weg. Falls ihr das lesen wollt, könnt ihr jetzt pausieren. Oder wollt ihr in Zukunft, dass ich die Comics irgendwie vorlese? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich will die Videos nur nicht halt zu lang strecken, ne? Donkey Kong, genau, das war ja das quasi Remake oder Erweiterung des alten Spielhallen-Klassikers, was ja relativ standardmäßig angefangen hat und dann halt sich immer erweitert hat. Brauche ich auch noch in meiner Sammlung. Fällt mir gerade so auf. Wir haben so halt hier so ein bisschen kleine Stage-Übersicht. Ich habe jetzt keine aktiven Erinnerungen großartig dran, deswegen überspringe ich das mal mehr oder weniger. Link's Awakening, Tipps und Tricks, ah, ich liebe dieses Spiel einfach. Ich suche ja momentan ja auch so ein bisschen nach Link's Awakening DX. Das hätte ich gerne auch in OVP, aber da werden mittlerweile echt Preise aufgerufen. Eieieiei. Weil ich habe ja das Original Link's Awakening, habe ich in OVP, auch das war nicht gerade billig. Und ja, weil es ja im Prinzip dasselbe Spiel ist, nur halt ein bisschen verbessert, würde ich da auch gerne die OVP haben. Ich bin ja nicht so der OVP-Sammler. Oh, das habe ich ziemlich oft OVP in Sätzen gesagt. OVP, OVP. ja, aber hätte ich natürlich auch ganz gerne. Ja, so ein paar Tipps. Das ist echt geil hier, dieser, wenn man was geklaut hat, dass man das ganze Spiel den Dieb genannt wird. Herrlich. Finde ich eine schöne Idee, dass man klauen kann, aber dass man entsprechend dann auch den, ja, bestraft wird, ne? Ich weiß mal, dass sie von dem Ende, das kam für mich damals irgendwie so aus heiterem Himmel. Das hat mich echt damals runtergefahren. Ja, Space Invaders, das war, ich glaube, ne, für den Game Boy, genau. Und dadurch, dass es quasi für den Super Game Boy entwickelt wurde, zumindest für den Super Game Boy im Hinterkopf, hat das hier so eine ganz eigene Farbpalette und ich glaube sogar auch Musik, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest. Auf den Super Gamer, wo es natürlich noch mal wesentlich besser aussieht, ist natürlich der Klassiker. Ich glaube, wurde ein bisschen aufgebohrt, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber es ist natürlich so cool, dass sie quasi auf dem Modul noch, weil Platz war, so viel extra Informationen für diesen Super Gameboy raufgeklatscht haben. Ne? Obwohl, wenn man das so sieht, das sieht auch relativ Standard aus. Ne? Habe ich noch nie gespielt, muss ich sagen. Kreuze ich mich, habe ich noch nie gespielt. Game Boy Gallery, auch noch so ein Ding, was ich noch nicht... Also da schien hier schon in der Ausgabe so ein bisschen so, was heute als Retro-Gaming bezeichnet ist, ne? Oder HD-Remakes. Das sind ja diese ganzen alten Game & Watch-Dinger, die hatte Nintendo ja vor dem NES, glaube ich, nicht. Das war teilweise parallel, aber auf jeden Fall vor dem Game Boy. Das war wie dieser... So ein bisschen bessere, ihr kennt bestimmt diese Dinger von Tiger Electronics, diese LCD-Spiele, ne? Hatte jeder von uns. War ganz, ganz primitiv. Natürlich jetzt ohne richtiges Display. Wurden halt nur so ein paar Sachen angezeigt und man konnte dann halt etwas steuern und war sehr, sehr primitiv. Und anscheinend haben sie, dass das jetzt auch ein paar Versionen davon auf den Game Boy portiert. Fehlt mir auch noch in meiner Sammlung, muss ich sagen. Deswegen kann ich jetzt zu den einzelnen Spielen gar nicht so viel sagen. Aber wenn man hier so den Vergleich sieht, also grafisch haben sie ja HD-Remake halt, ne? Also quasi. Haben sie natürlich schon ordentlich aufgebohrt, ne? Vermin, Cement Factory, Manhole, Flagman. DuckTale 2. Ja, da habe ich auch einen Test zu gemacht. Das war auch eines meiner ersten Tests. Ich persönlich finde ja den ersten Teil besser, wobei es natürlich in dieselbe Scharte schlägt, ne? Ist ein feines Spiel. Wenn ihr es euch spielen wollt und euch das Modul kaufen möchtet, würde ich euch auf jeden Fall die Gameboy-Variante empfehlen, weil ich glaube, die kriegt man für 15 Euro oder irgend sowas in der Art, während das die NES-Version wirklich, wirklich teuer ist. Ich glaube, das hat man 50, 60 Euro mindestens, aber ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich die aktuellen Preise nicht im Kopf habe. Also nagelt mich nicht drauf fest. Aber im Prinzip ist es mehr vom Gleichen. Also ich liebe ja DuckTales, habe ich auf dem Game Boy sehr geliebt und auch auf den NES habe ich das jetzt auch dann
letztes Jahr nachgeholt. Ist ja im Prinzip dasselbe Spiel, nur halt noch ein bisschen besser. Wobei, so aus Nostalgiegründen finde ich denn die Gameboy-Version, obwohl ja eigentlich minderwertiger, irgendwie schöner. Ich weiß nicht. Ja, Super Mario oder Mario Land, Super Mario Land 3. Wurde ich nie warm, ehrlich gesagt. Gucken wir mal so ein bisschen. Waren hier nicht irgendwo noch die Schlümpfe? Der Weihnachtsmann hier, der gab es auch ein. Oh, das Level habe ich gehasst beim Test. Ganz schlimm. Der Weihnachtsmann war auch bei Secret of Mana, das war irgendwie ganz seltsam. Ich weiß auch nicht, wieso, ehrlich gesagt. Ja, Schlümpfe. NES. Keine Ahnung. Echt nicht. Ich habe es nicht gespielt. Schlumpfspiele gab es ja in der Zeit viele. Sieht jetzt ehrlich gesagt wie die anderen aus hier. Also wie die Super Nintendo-Variante, halt nur so halt als 8-Bit. Wird, denke ich mal, ungefähr genauso sein. Und ich war kein Fan irgendwie. Na gut, es war halt eines dieser sau späten Releases fürs NES noch, ne? Aber hier die Sümpfe und hier ein Schlumpfbach und sowas, das kommt mir zumindest bekannt vor, um das Gebirge. Also das scheint sich einigermaßen zu überschneiden. Oh naja. NES bin ich kein Experte, muss ich sagen. Ich habe zwar damals, mein Bruder hatte das System, habe ich natürlich ordentlich gezockt, aber ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Was ist das für eine Werbung? Guckt euch das mal an, Secret of Mana. Spieleberater. Überhaupt kein Bild, wie es aussieht. Hier das gar nicht das richtige Cover drauf, das haben wir schlecht zusammengestückelt. Und wo ich jetzt gerade lachen muss, guckt euch mal das an. Wie kacke sieht der denn aus? Aber, lustigerweise, erinnert der mich von dem Look jetzt, wie das Remake, was jetzt Anfang des Jahres erschienen ist, beziehungsweise wenn das hier erscheint, letzten Jahres. Die haben ja auch so einen Low-Poly-Look, ne? Womit ich überhaupt gar nicht nie so mich anfreunden konnte, aber das scheint dieselbe Kante hier zu schlagen. Also, die haben gar nicht einen eigenen Look kreiert, die haben hier nur das von den crappy Werbeanzeige hier benutzt. Oh Gott, sieht die Werbung scheiße aus, für so ein episches Spiel. Ein sagenhaftes, Action, aufregendes, Adventure, faszinierendes Rollenspiel. Ist auch nicht gerade catchy, oder? Ich weiß nicht. Da hat irgendwie die Marketingabteilung von Square irgendwie nicht so geil gemacht. Irgendwie. Naja, mit diesem Schreckensbild. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, Leute. Ich freue mich immer, wenn ihr mir auch Kommentare da lässt und so weiter. Ihr kennt das bla 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 bla, Abo bla bla bla, wenn ihr es nicht schon habt. Also, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das guckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.